Hey Leute, herzlich willkommen zum Video, in dem ich euch mal die M6, wir fahren gerade mit M6, in dem ich euch die M6 Story erzähle, denn das war das allererste Auto, was ich gekauft habe, das allererste Auto während dem Wirtschaftsingenieurstudium in Stuttgart, und das war mit 23, und diese Story will ich euch jetzt heute erklären, plus ich will noch über das Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit sprechen und das Auto noch mal neu aufbereiten bei einer richtig coolen Firma. Also es wird ein cooler Videoclip. Ich muss mir noch ganz kurz was zu essen holen und dann geht's los. Bevor ich aber jetzt zur BMW-Geschichte komme, möchte ich euch erstmal zeigen, wie jetzt der BMW nach der Aufbereitung aussieht. Also wie das Ganze gemacht wird, dann könnt ihr den mal sehen, dann werde ich danach zur BMW-Story kommen. Und das Coole ist, ich war da hier in der Nähe von München, circa ungefähr 20 Minuten südlich, ich werde dann auch unten alles verlinken, bei einem Aufbereiter. Und ich finde es auch einfach immer geil, wenn junge Menschen ein eigenes Unternehmen aufmachen. Also der hat sich jetzt da eine eigene Halle geholt, Geräte geholt, hat eine Expertise im Bereich Fahrzeug aufbereiten, macht das wirklich genial. Und ich will auch einfach euch sagen, wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, bei einem großen Unternehmen oder bei einem Startup einzukaufen, unterstützt einfach die jungen Leute, unterstützt die jungen Unternehmer. Wenn ihr da in der Gegend seid, dann werdet einfach bei ihm Kunde mit eurem Fahrzeug. Und ganz allgemein, von meiner Seite aus, mein größter Wunsch war es immer, sich selbstständig zu machen, frei zu sein, ein eigenes Business zu haben, der eigene Chef zu sein, kreativ zu sein. Ich habe das dann Gott sei Dank auch relativ früh geschafft, schon Anfang 20. Wenn es da draußen einen von euch gibt, der im Endeffekt sich auch selbstständig machen möchte, der schreibt mir einfach an diese Telefonnummer hier, Beratungsgespräch. Und dann kommst du an ein Beratungsgespräch, beziehungsweise in ein Beratungsgespräch mit einem meiner Teammitglieder. Und dann schauen wir, welches Geschäftsmodell passt für dich am besten. Wo kannst du einsteigen? Wie kannst du einsteigen? Und mich freut es immer extrem, wenn es Leute bei uns schaffen, sich selbstständig zu machen. Denn ich möchte euch mal hier kurz ein Beispiel zeigen. Ich habe gerade eben eine Nachricht bekommen. So, zack, hier, vom Sascha, da steht Sascha Solimani, und zwar, wie viel Umsatz hast du gemacht, seitdem du gestartet bist? Und er schreibt hier 18.000 Euro, und dann sagt er, ich bin in der fünften Woche und das Ziel ist es jetzt, diesen Monat noch 50.000 Euro Umsatz zu knacken. Das heißt, er will schon im zweiten Monat mit unserem System 50.000 Euro Umsatz knacken. Und wenn du dieses System kennenlernen willst, dann schreib mir einfach hier hin, Hashtag Beratungsgespräch, und dann werden wir da sprechen. Jetzt schauen wir uns das Autothema an, und ich finde es einfach immer geil, wenn Leute sich selbstständig machen, und danach gibt es eine kurze Story zum M6. So Leute, herzlich willkommen hier bei Glanzwelt. Da könnt ihr sehen, die Autos schauen vorher so aus. Und hinterher schauen sie so aus. Und viele von euch kennen ja meinen M6. Ich habe mit diesem Auto eine wahnsinns emotionale Verbindung, weil es mein allererstes Auto war. Und jetzt sieht es wieder aus wie neu. Ich werde kurz ein paar Vorherbilder einblenden, wie das davor aussah, das Auto. Und ich werde jetzt jemanden hier mit dazu holen, der sich ganz kurz selber vorstellt, vielleicht ein, zwei Sätze zu seiner Firma auch sagt. Und dann erklärt, was alles gemacht wurde, und dann zeigen wir das Auto komplett. Also, bitte ins Bild. Hey Leute, ich bin Arman, Gründer von der Glanzwelt, und ich habe wir haben Karl sein Auto wieder frisch gemacht. Ja. In erster Linie eine Lackaufmischung, mal ein Stück Politur, bisschen Pulver, da das Auto eigentlich gar nicht in so einem schlechten Zustand war. Dann eine Innenreinigung, kannst du dich herkommen. Das ganze Leder wieder in quasi Neuzustand gebracht und versiegelt. Vorher muss man sich wirklich vorstellen, das Dach hier, das sah wirklich dreckig aus, jetzt wieder wie neu. Ich finde, der Lack, also wiederhole noch mal ganz kurz, was du gemacht hast, weil das schaut wirklich wieder aus wie neu. Ja, erstmal gründlich gereinigt und dann poliert mit einer Schleifpolitur, dass die groben Kratzer, die Oberfläche wieder frisch wird. Mhm. Hat man, glaube ich, auch deutlich in den Vorher-Nachher-Bildern gesehen. Ja. Und dann kommt das Ergebnis raus. Und innen genau das gleiche, komplett nass gereinigt. Dann mit speziellen Lederreinigern das Leder wieder reingemacht. Auch, und, ja. Auch das Chrom sieht ja wieder super aus, weil das hatte auch davor
alle möglichen Flecken drauf, also ich finde das chrom. Von den Reinigern kriegt es oft so einen Schleier. Genau. Wenn du drüber polierst, geht das ja meistens wieder weg. Also das Chrom sieht wieder super aus, der Lack sieht super aus, die Felgen, sogar hier innen drin, wo sie immer dreckig sind, schauen wieder super aus. Und natürlich, was mir das Allerwichtigste war, die Sitze, die sahen halt wirklich wieder ziemlich kaputt aus. Und so sehen die jetzt aus, also wirklich wieder wie neu. Kurz hier innen drin ein bisschen zeigen. Also es schaut wirklich alles, Leute, aus fast wie neu. Ich gehe nur kurz auf den Fahrersitz und zeige euch da, wie das Lenkrad und alles aussieht. Hier alles sehr schön, Dach sehr schön, Felgen von der Seite sehr schön. Allgemein hat sich das Auto wirklich wahnsinnig toll gehalten. Das Lenkrad an, wie es aussieht. Hier sieht man ein paar leichte Sachen wie das hier. Das muss man dann färben. Das machen wir jetzt noch als letzten Schritt und dann ist das Auto wirklich wieder komplett wie neu. So, als nächstes möchte er noch den Rolls Royce aufbereiten. Ich glaube, das wird auch genial. Das heißt, den Rolls Royce, den Ferrari, den bringe ich vielleicht demnächst mal vorbei. Oder vielleicht sogar, der ein oder andere weiß es vielleicht noch. Da komme ich gerade selber sogar ans Stottern. Ich war außerdem früher ein massiver Stotterer. Und zwar, ich habe mir einen SVJ zugelegt. Einen Aventador SVJ vor circa einem Jahr. In grün. Schaut genial aus und da muss man jetzt auch ein bisschen was machen. Das heißt, den bringe ich vielleicht dann auch demnächst vorbei. Aber ganz kurz zur Story, und zwar, ich wollte mir als Personal Trainer immer einen BMW Z4 holen, den Cabrio. Ich weiß nicht, warum ich das machen wollte. Ich wollte es halt einfach und ich konnte es mir nie leisten. Und dann war das so, ich war Student, ich habe studiert in Stuttgart, Wirtschaftsingenieurwesen. Der genaue Begriff, das war Immobilienwirtschaft und Immobilientechnik, also IUI. Immobilienwirtschaft und Immobilientechnik, deswegen kenne ich mich auch mit dem Thema Immobilien etwas aus. Und da habe ich dann mich selbstständig gemacht im Bereich YouTube und dann habe ich neben YouTube, habe ich dann, oder was heißt neben YouTube, sondern quasi mit YouTube habe ich dann digitale Produkte im Bereich Fitness verkauft, also Fitness-Trainings. Ich habe aber auch Affiliate-Marketing und Handel von Supplements gemacht. Und ich habe auch Fitnessstudio-Mitgliedschaften verkauft. Und da habe ich mir dann so einen Cashflow aufgebaut von so knapp 100.000 Euro monatlich. Und dann habe ich aber solche Leute wie zum Beispiel Sophia Thiel, Tim Gabel, Inscope 21 und viele anderen habe ich dann gemanagt, habe dann deren YouTube-Channels mit weiter skaliert, habe für die digitale Produkte entworfen, habe dann auch natürlich für die Affiliate-Deals, Influencer-Deals, Sponsoring-Deals und so weiter eingefädelt. Und dann konnte ich mir schon mit 23 eben ein Auto leisten und ich wollte mir aber eigentlich einen Diesel holen. Ich wollte mir eigentlich einen Sechser, einen Diesel-Sechser holen. Und dann bin ich reingelaufen bei BMW und ich wollte eigentlich zum Diesel-Sechser vorlaufen und dann habe ich aber den M6 gesehen, also den BMW M6 Cabrio in der Farbe mit den weißen Sitzen. Dann ich so, hey, boah, was kostet der, dachte ich dann. Dann dachte ich mir, okay, was kostet der? Ja, was kostet der? Dann bin ich darauf gekommen, der war 151.000 Euro. Aber er war schon erst drei Monate alt und ein BMW-Vorstand hat den gefahren, der nach Japan gehen musste. Und dann wollte der das Auto loswerden und dann hat er den nach drei Monaten mit nicht mal 5.000 Kilometer schon für 90.000 Euro brutto angeboten. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich kann es ja übers Geschäft fahren, ich kann es ja netto nehmen, den Wagen hole ich mir. Und schreibt mir auch mal gern drunter, was wäre denn so euer erstes Traumauto, was ihr euch
holen würdet. Und Leute, meine Philosophie ist die, bleibt wirklich, solange ihr könnt, arm. Das heißt, ich habe, obwohl ich schon im Monat sechsstelligen Cashflow gemacht habe, fünfstellig eigenes Gehalt rausgezogen habe, habe ich trotzdem immer noch auf Matratzen gepennt im Büro und bin ja mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen gefahren. Und erst dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt von 0 auf 100, ich hole mir gleich einen M6 und dann circa ein Jahr später habe ich mir dann einen Penthouse in München geholt. Aber ich bin wirklich extrem lang arm geblieben. Ich habe meine Kosten extrem lang sehr weit unten gehalten. Ich habe mir auch zum Beispiel, bevor ich den M6 hatte, das ist jetzt beispielsweise klar, Louis Vuitton und so weiter, das habe ich mir damals alles nicht gekauft. Also bis ich nicht die erste Immobilie hatte, habe ich mir auch nichts, habe ich mir auch keine teuren Klamotten gekauft und nichts, Leute. Also ich würde jedem raten, bevor du das erste Auto holst, hol dir eine erste Immobilie. Bevor du die ersten Luxusklamotten holst, hab mal mindestens 100.000 oder mehr auf der Seite. Und so weiter und so fort. Also bleib so lang arm, wie du kannst. Halt deine Fixkosten so lang unten, wie du kannst. Und auch das ganze Zeug wie Party machen und so, das kam dann alles später. Weil, was habe ich mit meinem Geld gemacht? Immobilien und eben in meine Firmen investiert. Dann mit dem Startkapital von dem ganzen Influencer-Management und den Fitnessprogrammen habe ich dann GA aufgemacht, Profil aufgemacht und mich an vielen anderen Firmen beteiligt. Und dann später solche Sachen wie die Restaurants und so weiter. Also haut's rein, Leute. Wie schon gesagt, wer sich selbstständig machen will, der schreibt mir einfach hier hin. Selbstständigkeit. Wer bei dem Kollegen was machen lassen möchte im Bereich Autos, alle Informationen sind unten. Bis dann, macht's gut. Ciao.